Aufnahme starten. Sag mal ganz schnell, ihr müsst jetzt auch ein bisschen hübscher sein, weil jetzt mache ich hier gerade hier, weißt du, die genau, das ist nicht so für dich, das hat Qualität. Kästi, das weiß ich noch nicht, üben wir nochmal, ne? Aber gut, weil ich habe jetzt die Aufnahme auch mal gestartet, deswegen Grüße gehen raus an YouTube. Das wird ein Highlight-Clip. Das ist ein gute Überleitung gewesen. Lass uns mal über den nächsten Spieler auch von der zweiten Liga reden. Denn ist ja auch wichtig, entweder eure zukünftige Liga oder wir sehen uns dann in der ersten wieder. Das würde ich auch begrüßen. Genau. Ja, ich habe gestern ja schon einen langen Talk gemacht mit den Nürnberger Jungs. Die sehen, oder beziehungsweise der Michel, Grüße gehen an der Stelle raus, Knutscher. Grüße gehen raus. Ja, fand ich übrigens sehr sympathisch. Hatte ich gestern ja auch gegrüßt gehabt, ne? Das war ja, fand ich auch sehr nett. Fand ich auch richtig cool. Und ja, da muss ich einfach sagen, die sehen, oder er sieht einen Unentschieden. Und ich finde das auch gar nicht so abwegig. Also wir waren gestern auch, da haben über 200 Leute, haben da reingeschrieben in dem Moment und da waren wirklich ein riesen Großteil davon bei einem Unentschieden. Und das finde ich wirklich auch nicht unrealistisch. Nürnberg ist ein guter Verein, das kann sehr, sehr gut sein. Die sind auch jetzt wieder da, haben überraschend gegen Darmstadt gewonnen. Hatte keiner so wirklich richtig auf dem Schirm gehabt. Dennoch muss man bedenken, wer das Spiel zu Hause. Ja, Toprak ist verletzt. Das haben auch schon ein paar geschrieben gehabt. Vorhin, ob ich das mitbekommen habe. Ja, habe ich mitbekommen. Grosso wird aber reinkommen. Gehe ich schwer von aus. Und dann, der hat das auch zuletzt gut gemacht gehabt. Ja, ich sehe uns da schon so ein bisschen in der Pole Position. Und ich glaube auch, dass wir von der Mentalität ja dieses Spiel annehmen werden, diese Kulisse aufsaugen werden. Das, was ich ja auch zum Beispiel bei, ne, Hertha Union gesagt habe, wenn man diese Kulisse einfach mitnimmt, dann, ne, weil da sind die Fans auch absolut da. Und dann denke ich, werden wir das Ding rocken und hoffe auf ein 2-1 für Werder und sehe bei Schalke. Zu Hause, oder? Ja, ja. Und sehe bei Schalke leider ein Unentschieden, muss ich sagen, Kessi. Das ist tiefsten Herzens. Also, ich weiß auch nicht. Wie siehst du das denn, Kessi? Sag dir mal. Wie siehst du das Wochenende? Ja, fangen wir mal mit an mit Werder Bremen gegen Nürnberg. 2-1 Werder. Guck, Kessi schon wieder. Danke. Wunderbar. Ist jetzt absolutes Wunschdenken, aber da sage ich, ja, da muss ein Unentschieden bei rumkommen. Ein Unentschieden. Ich möchte, dass Nürnberg auf jeden Fall noch weiterhin die Chance hat, auf den Relegationsplatz noch zu kommen. Am besten Sieg Nürnberg. Am besten Sieg Nürnberg. Machen wir uns nichts vor. Aber ihr habt eine Fanfreundschaft mit Nürnberg, ne? Ja. Haben wir. Das Problem ist nur, wir spielen am letzten Spieltag auch noch gegeneinander. Bis dahin muss das geklärt sein. Dahin muss das durch sein, die Nummer. Nee, noch geiler wäre es, wenn es nicht dann durch ist. Dann wird es richtig lustig. Ja, erzähl weiter. Auf jeden Fall. Schalke wird gewinnen gegen Darmstadt, ne? 2-1, safe. Wir spielen auswärts. Darmstadt spielt hier eine Riesensaison, ist immer so ein bisschen, ja, ist immer der Underdog da oben in der obersten Gruppe. Aber Schalke hat einfach einen Lauf. So, und ich hoffe, dass wir das ähnlich wie Werder jetzt ja auch eine Zeit lang gemacht hat, noch ein bisschen halten können und einfach unsere Siegesserie noch ein bisschen ausbauen können. Und wie gesagt, wenn wir jetzt zweimal gewinnen, ich glaube, dann ist der Aufstieg auch relativ klar durch. Wäre so meine Wunschvorstellung. Das wäre deine Schalke-Brille, ja? Ja. Jetzt würde ich das mal als Nicht-Spezialist für die zweite Liga auch tippen. Erstmal bedanke ich mich bei Lasma Randa, du Jurke, T1Sub, 9. Monat am Start. Danke dir, mein lieber Hau, hier zurück natürlich. Und doppelter DFB-Pokal, danke dir, mein lieber. Nürnberg hat einen Lauf, also die waren ja am Anfang überhaupt nicht im Aufstiegsrennen mit drin. Ne? Das hat sich ja erst so gegen Mitte der Saison so herausgestellt, dass sie da so drin sind. Schalke hat aber noch einen viel kurzfristigeren Lauf in dem Sinne. Bei Bremen war ich die letzten Spiele, weil ich es jetzt auch ein bisschen mehr verfolgt habe, alleine durch Nico, ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich die immer ein bisschen besser eingeschätzt hatte unter Ole Werner und auch schon bessere Spiele gesehen hatte. Die hatten ja da diese Siegesserie unter Ole Werner gestartet. Da war ich jetzt gut, gegen St. Pauli kannst du unentschieden spielen, aber ich war trotzdem irgendwie ein bisschen enttäuscht von den letzten Spielen. Mhm. Gerade dieses eine Unentschieden, gegen wen waren das? Sandhausen, das fand ich ganz schön enttäuschend da. Aber ich kann mir eigentlich bei Bremen nicht vorstellen, dass sie sich das zu Hause jetzt nehmen lassen. Ich würde da auch auf ein 2-1 tippen. Bei Darmstadt ist es so, Darmstadt hat doch das letzte Spiel jetzt auch verloren, oder? Ja, gegen Nürnberg, das war ja so dieses Überraschende, aber auswärts, das ist wichtig. Darmstadt spielt jetzt zu Hause. Ja, aber Darmstadt ist auch so,
also die sind auch sehr wechselhaft, wenn ich mir die Leistung angeguckt habe. Da war diese eine Leistung dabei, da haben die da nicht richtig die Hucke voll bekommen. Gegen wen waren? Das ist schon eine Weile her. Heidenheim, da dachte ich auch. War das gegen Heiner? Es gab ein Spiel, da haben die, glaube ich, 5 Tore bekommen oder so. Also als ich das Spiel live gesehen habe, das habe ich in der Konferenz geguckt, dachte ich, die haben gar nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun. Aber dann kamen doch immer mal wieder so vereinzelt halt Siege, wo sie die Punkte gesammelt haben. Ich glaube, Schalke wird den ersten kleinen Knacks haben. Auswärts ist schon nochmal was anderes. Ich glaube, das wird ein 2-2. Ich finde es erstmal sehr interessant, das auch so von außen stehend mal zu hören. Ich habe ja tatsächlich auch, weil jetzt ernsthaft gemeint, ich habe auch oder glaube auch, dass Schalke unentschieden spielt. Wie gesagt, ich schließe das auch bei uns nicht aus. Ne? Also um das auch mal so zu sagen, ich gehe jetzt nicht, ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, ey, wir, ne, Nürnberg, das Ding ist schon durch oder so. Das wird ein affenschweres Spiel. An der Stelle Grüße gehen raus an jeden Frankfurter, der gerade jubeln wird, 3-0 gegen Barcelona. Ey, ich würde einmal gerne so mich fühlen wie ein Frankfurt-Fan jetzt, Alter. Ja, da haben sich die drei Lions genauso getroffen. Die Selbsthilfegruppe. Das hätte, so hätten wir es eigentlich nennen müssen, ne? Die Selbsthilfegruppe, Junge. Das wäre so geil gewesen. Aber ja, ich sag, das wird ein unfassbar schwieriges Spiel. Nürnberg übrigens hatte auch erst vor kurzem eigentlich diesen Lauf. Der wurde nur zwischenzeitlich beendet. Da haben die dann 4 oder 5 Spiele in Folge gewonnen gehabt. Und dann kam eine Niederlage. Ich glaube, die war dann die gegen Heidenheim. Da haben die, glaube ich, 3-1 verloren. Und da jetzt kam dann halt Darmstadt. Also eigentlich Niederlagenserie, Siegesserie beendet gewesen. Und dann dachten alle, ah ja, okay, war jetzt die Phase. Ne? Und jetzt gehen Darmstadt dann doch wieder gepunktet. Deswegen sage ich ja, Nürnberg ist auch noch, man kann so aus zwei Seiten sehen. Ich glaube, wenn Nürnberg gegen Werder gewinnen sollte, sind die voll mit oben dabei. Also dann ist es noch brutal enger als eh schon. Spielen die aber unentschieden oder verlieren, dann haben die diese, ich sag's jetzt mal ganz fairerweise, diese Außenseiterchance. Ne? Also diese Background-Chance, muss man gucken, was die Konkurrenz macht. Die müssen selber punkten, aber sehe ich dann doch ein Stück was eher so ja vom Spielfeldrand dann in dem Moment. Ne? Schalke absolut oben mit dabei. Ich habe ja auch mit dem Chat letztens die Saison zweimal durchgetippt gehabt. Einmal mit absoluter Werder-Brille, also wir gewinnen alles, ist klar, ne? Muss man ja auch einmal durch, ist ja, macht auch Sinn. Und einmal haben wir aber auch so getippt, dass wir gegen Schalke und Nürnberg beide Spiele unentschieden spielen. Und da waren trotzdem immer Schalke und Werder oben mit dabei. Deswegen glaube ich auch, dass eben Schalke und Werder beide hochgehen werden, tendenziell. Was aber für euch eigentlich mega interessant ist, und jetzt bin ich mal gespannt, auch vor allem, wen du dir da wünschst und wen Cassie da gerade sagt, wen vermutet ihr denn jetzt gerade, wer wird denn am Ende Dritter und muss in die Relegation in der zweiten Liga? Weil jetzt mal ganz, bevor ihr was sagt, es ist wirklich unfassbar oft, dass du, egal wo du gerade reinguckst, Prognosen, sieht man, Schalke, Werder steigen auf, das sagen ganz, ganz viele, wo ich mich gerne auch anschließe, also ich steige auch gerne mit dir auf, Cassie, weißt du, ne? Aber auf dem Dritten sind völlig unterschiedliche Meinungen. Also da ist so alles dabei. So ganz auf Pauli, Darmstadt, dann Nürnberg, da hörst du manchmal sogar noch Hamburg kommt nochmal ran. Also das ist so, ja, sag mal gerne ihr, was sagt er? Ketzi, sag du mal, fang du mal an. Ich sag Pauli, ganz klar. Habe ich jetzt in den letzten Streams eigentlich immer gesagt, auch in der Reihenfolge. Schalke, natürlich, klar. Schalke, Werder, St. Pauli. Ey, guck mal, die spielen einfach die konstanteste Saison, ne? Das ist einfach, die waren von Anfang an oben mit dabei, die haben von Anfang an richtig Gas gegeben. Zwischendurch habe ich gedacht, oh, jetzt sind sie raus, jetzt haben sie nichts mehr damit zu tun, aber die haben sich wieder rangekämpft. Und deswegen, also wenn St. Pauli sich dieses Jahr nicht damit belohnt, dann ist das schon echt bitter für St. Pauli. Weil, wie gesagt, die ganze Saison mit am Start gewesen und dann werden sie kurz vor knapp nochmal abgefangen. Ich würde es Pauli auch sehr gönnen, muss ich sagen. Wunschdenken ist natürlich Nürnberg. Ich sag auch St. Pauli, obwohl das wirklich wahrscheinlich schon in 2 Spieltagen kann man da wieder eine andere Prognose abgeben. Selten. Ich sag auch St. Pauli. St. Pauli hat halt, ich kann es nur immer wieder sagen, ich bin ein großer Fan, ihr ja auch oder du ja auch, Nico. Von Daniel Kofi Tschiré, die haben halt einen geilen Standardschützen, geilen, das ist wieder das, was wir gesagt haben. Ohne diesen Spieler, ich will jetzt nicht St. Pauli schlecht reden, aber ohne diesen Spieler sind die gleich 5 Plätze weiter unten. Und der wird am Ende zumindest das Zünglein an der Waage sein, wenn es um Platz 3 geht, bin ich mir fast sicher. Aber es ist ja alles offen und was mich jetzt mal interessieren würde aus eurer Sicht, ich meine, Nico hat jetzt, du hast das Spiel gegen Leverkusen schon so ein bisschen verfolgt, Stand jetzt, wenn man das fußballerisch anguckt, das ist mega schwer zu vergleichen, weil auch wenn ein Team in der zweiten Liga mega gut spielt,
das hast du ja an Greuther Fürth auch letztes und dieses Jahr wieder gesehen, es ist was anderes als Bundesliga. Andersrum ist in der Relegation, in zwei Spielen kannst du immer alles machen. Ja? Jetzt ist auch noch die Auswärtstorregel weggefallen, da ist alles möglich. Würdest du, Nico, Stand jetzt, wenn wir Hertha gegen Bremen in der Relegation haben, davon ausgehen, dass Bremen da weiterkommt? Wow. Also du weißt ja, wie schlecht Hertha Fußball spielt. Also wenn die wirklich, das würde mich wirklich mal interessieren. Oder würdest du dann sagen, naja, die sind trotzdem immer noch im Moment eine Zweitligamannschaft, man würde sich ja beim Aufstieg auch nochmal verstärken, wäre ja wahrscheinlich auch so. Also noch ist es eine ganz knappe Kiste. Ich beantworte dir das und dann beantwortet ihr mir beide eine Sache, die ich so super geil jetzt gerade finde in diesem Kontext auch. Auch jetzt betreffend nochmal das Highlight-Video, weil das muss noch rein, weil wir gerade Pauli auf dem dritten hatten. Wen glaubt ihr allgemein? Was passiert? Wer wird die Relegationspartie sein? Also Pauli gegen eventuell vielleicht auch Hertha und wie zufrieden wirst du damit? Aber ich beantworte dir auch gerne deine Frage. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, dass also ich finde es allgemein, ich will auf keinen Fall in die Relegation. So, Stand jetzt auf gar keinen Fall. Nicht. Ja, das ist auch, es gibt aber auch durchaus, glaube ich, Zweitligamannschaften, die gerade sagen, ja, Relegation nehme ich. Also so ist es nicht. Die jetzt einfach da auch vielleicht so ein bisschen weiter zurück sind. Dennoch sage ich, es wäre ein brutal schweres Spiel, weil du hast natürlich, einerseits hat die Erstligamannschaft, finde ich, mehr Druck. Also Hertha hätte in dem Fall, glaube ich, mehr Druck. Und Werder hätte, glaube ich, mehr Willen, weil wir einfach diesen Willen, du willst wieder hoch, du willst diesen Aufstieg sozusagen perfekt machen, dich mit einer guten Saison krönen und aus der anderen Perspektive, Hertha will eigentlich aus einer schlechten Saison noch irgendwie sich retten, also diese Grundvoraussetzungen, die sind schon mal anders. Und ich sage jetzt das Zweite, nachdem ich jetzt die letzten Spiele ja von Hertha auch gesehen hatte, wenn die so defensiv Fußball gegen Werder spielen lassen würden, glaube ich, könnte das nichts werden. Weil die Umschaltmomente sind zu ungefährlich, die hat er gerade gespielt, um dann jemanden hinten wirklich weh zu tun oder Werder dann auch weh zu tun, weil das machen wir wirklich gut. Nehmen wir dann auch mal an, so ein Toprak ist fit. Das ist halt auch ein Innenverteidiger, der wäre er nicht so verletzungsanfällig, wäre er auch niemals bei uns. Das ist eine Bank da hinten, der organisiert das. Dann haben wir noch einen guten Keeper hinten drin, aber eben auch zwei Leute, die vorne knipsen. Ne? Lücke und auch Duxch mit 15 und 17 Saisontoren, also nur die beiden. Das ist schon genügend Offensivqualität. Vielleicht ist es mit Sicherheit auch so, dass ich ein Stück was vielleicht auch aus Fanbrille rede, weil es ja logisch ist, ja mein Verein so, ne? Aber ich glaube schon, dass wir es schaffen würden. Das glaube ich schon. Wenn ich das jetzt so vergleiche von Stand-Jetzt-Modus, dennoch wünsche ich es mir nicht und will es auch nicht. Und kann natürlich auch sein, dass ich vollkommen falsch liege. Ne? Am Endeffekt, genau wie du sagst, es sind zwei Spiele. Ne? Das ist halt, ja. Ja, und das ist wirklich mega schwer, dieses Niveau zu vergleichen, wenn du zwei verschiedene Ligen hast. Das ist unfassbar schwer. Was sagst du denn, Kesti? Rein theoretisch jetzt mal, wenn Hertha gegen Schalke spielen würde in der Relegation, ich meine, also noch vor drei Wochen, wo wir das erste Mal oder zwei Wochen getalkt haben, hast du noch gesagt, würde ich mir eigentlich nicht so wünschen, aber so wie Hertha jetzt spielt, würdest du da denken, ich meine, Schalke hat jetzt auch gerade ein Hoch, würdest du da denken, die würden das in zwei Spielen wuppen gegen Hertha? Also wahrscheinlich hättest du es vor drei Wochen anders gesehen, aber... Ja, ich bin jetzt schon optimistischer geworden, nachdem ich das Ergebnis gegen Union Berlin gehört habe, muss ich ehrlich sagen, weil das sind halt so Spiele, wo du Mentalität zeigst im Normalerweise. Ja. Normalerweise. Das ist ein Derby. Ja, da haust du normalerweise alles raus, aber da war ja gar nichts. Ja. Also, ich sehe nach wie vor die viel, viel höhere Qualität bei Hertha BSC. Ich glaube, es hängt sehr, sehr viel auch letztendlich davon ab, welche Spieler auch bei Schalke dann fit sind. Ja, wenn wir beispielsweise, wir haben eine klassische Schwachstelle jetzt in dieser Saison, das ist unsere rechte Seite. Die ist eigentlich immer schwach besetzt, weil die guten Jungs, die sind eigentlich alle verletzt. Ja. Kommt dann einfach drauf an, haben wir da wirklich einen guten über die rechte Seite, haben wir da wirklich auf jeder Position wirklich den besten Mann stehen, ich glaube, dann können wir auf jeden Fall bestehen gegen Hertha BSC, aber dafür muss wirklich alles passen. Im Endeffekt habt ihr die Karten in der Hand, weil ihr habt die größere Qualität, ihr müsst nur, ich sag mal, die nötige Mentalität auf den Platz bringen und da darf man aktuell dran zweifeln. Ja, stimmt auf jeden Fall. Stimmt auf jeden Fall. Was ich mir auf jeden Fall krass vorstellen könnte, wenn eure... Was sagst du, eure linke oder eure rechte Seite ist schlecht? Rechts.
Rechts ist schlecht, bei uns links. Na, wir haben ja nicht viel links. Dann kommen wir wahrscheinlich mit der Rieder über den linken Flügel. Also. Das gleicht sich dann aus, das neutralisiert sich. Nee, aber Bremen, glaube ich, hat, also ich, guck mal, ihr müsst wissen, bei Hertha gab es in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr wenig Entscheidungsspiele oder seit ich Fan bin. Immer wenn es wirklich in einem Entscheidungsspiel um was ging, ob es um Meisterschaft, Champions League, Europa League, Nicht-Abstieg, egal um was es ging, hat Hertha immer verloren, ja, die letzten 20 Jahre. Mhm. Gab ein, zwei Ausnahmen, wo es nicht so war. Unter anderem letztes Jahr, wo wir halt trotz Corona nicht abgestiegen sind, wo ja keiner mehr dran geglaubt hat. Das ist so ein bisschen die letzte Hoffnung, die ich habe, ja, dass Hertha ja schon zweimal eigentlich mega von der Klinge gesprungen ist, wo eigentlich auch schon keiner mehr dran geglaubt hat. Also es hat wirklich keiner letztes Jahr mehr dran geglaubt, nachdem die ganze Mannschaft dann noch in Quarantäne musste, dass wir mit einem Nachholspiel unter der Woche das irgendwie noch packen. Aber wir haben es gepackt. Andersrum denke ich auch wieder, es ist genau das, was du sagst. Wenn ich diese Entscheidungs-, also Spiele wie das Derby nicht für mich entscheiden kann, warum sollte das anders sein in so einem wichtigen Spiel wie gegen Schalke? Da fehlt scheinbar einfach die Mentalität. Und es ist im Endeffekt auch das Gleiche wie beim HSV. Natürlich, das geht 3-4 Jahre hintereinander gut, dass man sagt, ey, die kriegen es immer wieder hin. Das kann doch nicht wahr sein, dass sie wieder nicht absteigen. Aber irgendwann bist du dann dran. Wenn du nichts änderst, irgendwann bist du dann dran. Und das war auch bei Bremen ähnlich. Bremen ist ja auch schon das Jahr davor oder das Jahr davor fast abgestiegen und das Jahr danach sind sie halt abgestiegen. Und ich kann mir im Moment fast keinen Relegationsgegner vorstellen, gegen den wir gewinnen. Komischerweise würde ich aber denken, dass wir gegen Darmstadt eine Relegation gewinnen würden. Gegen St. Pauli würde ich sagen, wird schwierig. Aber gegen Darmstadt, glaube ich, würden wir gewinnen, weil das alleine schon von der Gesamtkulisse einen Unterschied machen würde, wenn wir nach Darmstadt kommen und da weißt, ey, sorry, ich weiß gar nicht, wie groß das Stadion von denen ist, aber also da werden schon die Auswärtsfans die Hälfte ausmachen wahrscheinlich. Du bist also, genauso wie ich. Du bist genauso wie ich. Ich sage auch immer, ja, HSV, mega schwer, mega schwer. Werder Bremen, scheiße. So, und dann kommt Darmstadt, die hat keiner so richtig auf dem Radar. Du bist genauso wie ich, bei mir jetzt auch. Wir spielen jetzt gegen Darmstadt, ich sage auch, wir gewinnen auswärts, gar kein Thema. So, ne? Fakt ist, die stehen einfach oben mit drin. So, ja. Ich hatte ja noch die Frage gestellt, was glaubt ihr, was ist die Relegationspartie? Also Pauli gegen Hertha, was soll ich denn sagen? Ich muss ja hoffen. Ich kann nicht anders also hoffen. Ich glaube nicht, dass Hertha mehr nicht Relegation schafft, aber ich will einfach auch nicht tippen, dass sie direkt absteigen. Deswegen glaube ich, Pauli, Hertha ist realistisch. Was sagst du, Nico? Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Also Stand jetzt kann ich es mir gut vorstellen. Ich sag ja, bei Hertha geht es darum, wie die nächsten drei Spiele ausgehen. Es kann auch sein, dass wir in drei Spieltagen wieder hier sitzen und es sieht alles wieder komplett anders aus. Auch bei uns kann das natürlich sein, ne? Man muss da auch immer sagen, das ist ja der Moment, den wir gerade besprechen. Deswegen ist es ja auch ganz cool, dass wir jede Woche gerade reden, weil es ja jede Woche sich auch ändern kann. Aber es ändert sich auch jede Woche. Ja, ist ja so. Aber ich glaube, ja, Pauli gegen Hertha könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ich wäre sehr gespannt, wer dann die Nummer gewinnen würde. Ja. Ja,